Das, was euch erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Ihr könnt euch nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was ihr ständig hört und seht. Der aufrechte, gläubige, gesetzestreue, steuerzahlende Bürger, der brav zur Wahl geht, ist weitaus verabscheuungswürdiger und eine größere Bedrohung für die Menschheit als der freizügigste, faulste und bekiffteste Hippie. Warum? Weil ein Hippie anderen ihre Freiheit lässt und der Wähler nicht. Der Schaden, der in der Gesellschaft durch schlechte Angewohnheiten und schlechte Sitten entsteht, ist nichts im Vergleich zum gesellschaftlichen Schaden, der durch selbstgerechte Gewalt im Namen des Staates angerichtet wird. Ihr bildet euch nur ein, dass ihr großzügig und tolerant seid, aber das seid ihr nicht. Auch die Nazis hatten Tischmanieren und Etikette, bevor sie unzählige Menschen töteten. Ihr denkt, dass ihr gute Menschen seid, nur weil ihr Bitteschön und Dankeschön sagt. Ihr denkt, dass ihr edel und rechtschaffen seid, weil ihr jeden Sonntag in diesem großen Gebäude namens Kirche herumsitzt. Der Unterschied zwischen euch und einem Straßenräuber ist, dass der Räuber offene Gewalt gegen seine Opfer richtet, während ihr andere damit beauftragt, eure Nachbarn in eurem Namen zu unterwerfen. Ihr befürwortet Raub, Schikanierung, Überfall oder sogar Mord, aber ihr scheut euch vor eurer Verantwortung dafür wie der Teufel vor dem Weihwasser. Ihr nennt sogar die Regierungsverbrecher eure Repräsentanten und trotzdem übernehmt ihr nicht die Verantwortung für alle Verbrechen, die sie begehen. Ihr unterstützt stolz das Militär, das einfach diejenigen umbringt, die nach Meinung der Lügner in der Politik sterben sollen. Und ihr fühlt euch gut dabei. Ihr nennt euch Christen oder Juden oder folgt irgendeiner anderen Religion, aber in Wahrheit ist das, was ihr Religion nennt, nur Augenwischerei. Was ihr in Wirklichkeit anbetet, ist der Staat. Der Staat und die Regierung sind der Gott, vor dem ihr auf die Knie fallt und an den ihr tatsächlich glaubt. Die größte Sünde ist in euren Augen, eurem Gott nicht zu gehorchen. Das Gesetz zu brechen, so nennt ihr das. Willkürlichen Befehlen korrupter, lügnerischer und verrückter Geisteskranker zu gehorchen, seht ihr als moralische Verpflichtung an. Egal wo man hinblickt, ob es der Staat ist, die Kirche, die Medien oder die Schulen, es zählt nur eins. Sich denjenigen blind zu unterwerfen, die behaupten, das Recht zu haben, über euch bestimmen zu können. Euer Gehorsam macht aus euch angeblich gute und rechtschaffene Menschen. Es ist widerlich, mit welcher Ehrfurcht ihr über die Lügner und Diebe sprecht, die euch knechten. Ihr nennt die Abgeordneten Minister und die Richter euer Herren. Und ihr seid überwältigt von den grandiosen Gebäuden, in denen sie hausen, die Tempel, die sie errichtet haben, um die Menschheit zu beherrschen. Ihr fühlt euch stolz, wenn ihr sagen könnt, einem Minister, dem Kanzler oder Präsidenten einmal persönlich die Hand geschüttelt zu haben. Oh ja, dem großen Gott persönlich, der königlichen Hoheit, dem Bundespräsidenten, dem Kanzler. Ihr sprecht den Titel aus, als meintet ihr den Allmächtigen persönlich. Die Worte haben sich verändert, aber eure Geisteshaltung ist die gleiche wie die der unterwürfigen Bauern, die demütig vor all denjenigen im Dreck auf die Knie fallen, die sich selbst zu ihrem rechtmäßigen Herr und Gebieter erklärt haben. Aber diese Parasiten, die sich selbst Anführer nennen, sind keine höheren Wesen. Sie sind keine großartigen Männer und Frauen, sie sind keine ehrenvollen Persönlichkeiten. Sie sind nicht einmal durchschnittlich. Die Menschen, die ein ehrliches Leben leben, bis zum ungebildeten Arbeiter, der die niedersten Tätigkeiten ausübt, die ihr euch nur vorstellen könnt, diese Leute verdienen euren Respekt. Diese Leute solltet ihr höflich und zuvorkommend behandeln. Aber die Betrüger, die behaupten, dass sie das Recht dazu hätten, euch zu beherrschen und Unterwürfigkeit und Gehorsam von euch zu verlangen, sie verdienen nur euren Hohn und eure Verachtung. Jene, die die sogenannten höheren Ämter anstreben, sind das Letzte vom Letzten. Sie kleiden sich vielleicht besser, sie benutzen schönere Worte und setzen ihre Pläne vielleicht besser um. Aber sie sind keinen Deut besser als Taschendiebe, Straßenräuber und Erpresser. Sie sind sogar noch schlimmer, denn sie wollen euch nicht nur eure Habseligkeiten stehlen, sondern auch eure Menschlichkeit und euren freien Willen, indem sie euch eure Fähigkeit zu denken, zu beurteilen und zu handeln nehmen. Sie machen euch zu ihren körperlichen und geistigen Sklaven. Und ihr nennt sie immer noch Anführer. Anführer. Warum denkt ihr, dass ihr überhaupt einen Anführer braucht? Wenn ihr einfach nur euer Leben lebt und euch um eure eigenen Angelegenheiten kümmert, eure eigenen Fähigkeiten einsetzt, eure eigenen Träume realisiert und danach strebt, jemand zu sein, der ihr wünscht zu sein, wozu braucht ihr dann einen Anführer?
Habt ihr überhaupt schon einmal darüber nachgedacht, was für Worte ihr hört und was ihr ständig wiederholt? Ihr plappert in sich widersprüchliche Dinge nach, wie zum Beispiel Führer einer freien Welt. Warum denkt ihr, dass ihr auch nur eine Sekunde lang den Verbrechern in der Regierung folgen, nacheifern oder auch nur zuhören müsst? Irgendwo in euren vernebelten Köpfen wisst ihr ganz genau, dass alle Politiker korrupte Lügner und Diebe sind, opportunistische Hochstapler, Ausbeuter und Panikmacher. Ihr wisst das alles und trotzdem redet ihr, als wäret ihr die dummen, bösartigen Tiere, während die Politiker die tollen, weisen Vorbilder, Lehrer und Führungspersonen sein sollen, ohne die es keine Zivilisation geben könnte. Ihr denkt, dass diese Verbrecher die Zivilisation erst ermöglicht haben? Welcher Gedanke könnte noch absurder sein? Wenn sie ihre pseudoreligiösen Rituale begehen, nennt ihr das Gesetzgebung und ihr folgt ihren willkürlichen Anordnungen, als wären sie moralische Dekrete von Göttern, denen jeder anständige Mensch blind gehorchen muss. Ihr wurdet so gründlich von der staatsverehrenden Sekte vereinnahmt, dass ihr wahrhaft schockiert seid, wenn eine Person mit gesundem Menschenverstand euren Aderlass offen anspricht. Die bloße Tatsache, dass die politischen Verbrecher irgendetwas niederschreiben und ihre Bedrohungen als Gesetze bezeichnen, bedeutet nicht automatisch, dass jedes menschliche Wesen auch nur die geringste moralische Verpflichtung dazu hat, zu gehorchen. Egal zu welcher Zeit und an welchem Ort und in welcher Situation, ihr seid einzig und allein dem moralisch verpflichtet, was ihr für richtig haltet und nicht, was irgendein geisteskranker, aufgeblasener Windbeutel zu einem Gesetz macht. Und das bedeutet, dass ihr es seid, die entscheiden müsst, was richtig und was falsch ist. Eine Verantwortung, die ihr unter großer Anstrengung versucht, zu umgehen und loszuwerden. Ihr erklärt, wie stolz ihr darauf seid, gesetzestreue Bürger zu sein und verachtet alle, die sich über eure sogenannten Gesetze stellen. Gesetze, die nichts anderes sind als die egozentrischen Ausflüsse von Tyrannen und Dieben. Das Wort Verbrechen bezeichnete damals eine Handlung, die einem anderen Menschen schadet. Heute bedeutet es, irgendeine der Millionen von willkürlichen Anordnungen einer parasitären kriminellen Klasse zu übertreten. Für euch ist der Begriff Verbrechen gleichbedeutend mit dem Begriff der Sünde, als wären diejenigen, die die Befehle erteilen, so etwas wie Götter. Tatsächlich sind sie Blutsauger. Der Ausdruck, das Gesetz in seine eigene Hand nehmen, zeigt genau, was für ein Frevel es ist, wenn ein Mensch selbst die Verantwortung dafür übernimmt, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und danach zu handeln, anstelle von dem, was ihr tut. Blind allen willkürlichen Anordnungen zu folgen, die aus dem verbrecherischen Geschwür herauseitern. Ihr verherrlicht diese kriminelle Klasse als Gesetzgeber und glaubt, dass es nichts Schlimmeres gäbe als einen Gesetzesbrecher. Jemanden, der es wagt, den Politikern nicht zu gehorchen. Ihr sprecht fromm und ehrfurchtsvoll mit Polizisten und Richtern, die uns allen die Launen der Politiker mit Gewalt aufzwingen. Wenn der Staat Gewalt anwendet, geht ihr davon aus, dass dieses rechtmäßig und gerecht sei. Und wenn es jemand wagt, sich dagegen zu wehren, dann betrachtet ihr ihn als einen verabscheuungswürdigen Gesetzlosen, Terroristen oder Kriminellen. Wie die Gesetzlosen, Terroristen und Kriminellen, die den Sklaven dazu verhalfen, von den Plantagen zu flüchten. Wie die Gesetzlosen, Terroristen und Kriminellen, die den Juden dazu verhalfen, der Tötungsmaschine des Dritten Reiches zu entkommen. Wie alle die gesetzlosen Terroristen und Kriminellen in der Geschichte, die den Mut hatten, sich gegen die unendliche Abfolge von Tyrannen und Unterdrückern zur Wehr zu setzen. Alles, was ihr glaubt zu wissen, ist genau umgekehrt. Aber was wirklich den Vogel abschießt, der Gipfel eurer Geisteskrankheit, ist, dass ihr die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die initiierende Gewalt gegen ihre Mitmenschen ablehnen, als gewalttätige Terroristen bezeichnet. Anarchisten, Voluntaristen und Libertäre. Wir benutzen Gewalt nur, um uns gegen jemanden zu verteidigen, der Gewalt gegen uns initiiert. Wir benutzen Gewalt für nichts anderes. Gleichzeitig ist euer Glaubenssystem vollständig schizophren und widersprüchlich. Einerseits bringt ihr den jungen Sklaven bei, dass Gewalt niemals die Antwort sein kann, und andererseits befürwortet ihr, dass jeder zu jeder Zeit und überall durch die Staatsgewalt kontrolliert, überwacht, besteuert und reguliert werden soll. Kurz gesagt, ihr zeigt euren Kindern, dass die Lehrer Gewalt anwenden dürfen, wann immer sie es für richtig halten. Aber der Sklave darf niemals Widerstand leisten. Ihr konditioniert eure Kinder zu einem Leben in blinder, hilfloser Unterwürfigkeit. Ihr legt die Ketten um ihre kleinen Hälse und verschließt sie fest.
Und das Schlimmste daran ist, dass ihr euch auch noch gut dabei fühlt. Die Verehrung des Kollektivs, die Unterwerfung jedes Individuums unter diese bösartige Geisteskrankheit, die das irreführende Etikett des Gemeinwohls trägt. Ihr redet andauernd von Vielfalt und offener Geisteshaltung. Und gleichzeitig bettelt ihr bei euren Anführern um die Regulierung und Kontrolle jedes einzelnen Aspekts des Lebens des Individuums. Daraus entsteht eine gigantische Herde aus blinden, obrigkeitshörigen Drohnen. Ihr kleidet euch unterschiedlich und habt verschiedene Frisuren, obwohl euer Denken von der Klasse der Führer und Überwacher versklavt ist. Ihr denkt, was sie euch vorschreiben, und ihr tut, was sie euch sagen, und stellt euch gleichzeitig vor, fortschrittlich, überlegt und aufgeklärt zu sein. Ausgehend von eurer relativ sicheren und komfortablen Position verurteilt ihr die Schandtaten in anderen Ländern und in der Geschichte, und gleichzeitig seid ihr blind für die Ungerechtigkeiten, die vor euren Augen passieren. Ihr redet euch selbst ein, dass ihr zu Zeiten der Unterdrückung zu denjenigen gezählt hättet, die aufgestanden wären und sich gewehrt hätten. Aber das ist eine Lüge. Ihr hättet euch in die dressierte Schafherde eingereiht und gemeinsam mit allen anderen laut danach geschrien, die Sklaven zu schlagen, die Hexen zu verbrennen und die Nonkonformisten und Rebellen zu zerstören. Warum ich das weiß? Weil es genau dem entspricht, was ihr heute tut. Die heutigen Unterdrückungen und Ungerechtigkeiten sind salonfähig und beliebt. Jene, die Widerstand leisten, sind für euch Querulanten und Freaks, also Menschen, deren Rechte nichts wert sind. Menschen, die es verdienen, dass sie unter dem Stiefel der Autorität zerquetscht werden. Ihr seid nur ein Haufen rückgratsloser Heuchler. Schaut in den Spiegel und schaut euch ganz genau an, was ihr für rechtschaffen und freundlich haltet. Ihr seid das Spielzeug des Teufels. Die Menschenmassen, die damals auf dem Reichsparteitag applaudierten, das wart ihr. Die weißen Eindringlinge, die die restlose Abschlachtung der Rothäute feierten, das wart ihr. In der gesamten Geschichte gab es Leid und Ungerechtigkeit in einem unfassbaren Ausmaß. Das alles war nur wegen Leuten wie ihr möglich. Die gut konditionierten, sorgfältig indoktrinierten Konformisten. Die Leute, die das machen, was ihnen gesagt wird. Die stolz vor ihren Anführern auf die Knie fallen. Die der Masse folgen und alles glauben, was alle anderen glauben. Und alles glauben, was ihnen eine Autorität sagt. Das seid ihr. Und ihr seid nicht deshalb ignorant, weil euch niemand die Wahrheit sagt. Seit tausenden von Jahren gibt es die sogenannten Radikalen, die Wahrheit immer und immer wieder verkündeten. Nein, ihr seid ignorant, weil ihr es mit euren Herzen und Seelen vermeiden wollt, die Wahrheit kennenzulernen. Ihr schließt die Augen und rennt weg, wenn euch nur ein winziges Stück Wahrheit zu nahe kommt. Weil ihr nicht frei sein wollt, verurteilt ihr diejenigen, die euch die Ketten zeigen wollen, die euch fesseln. Ihr bezeichnet sie als Extremisten und verrückte Spinner. Ihr wollt nicht einmal menschlich sein. Verantwortung und Realität lösen bei euch panische Angst aus. Und so haltet ihr euch verzweifelt an eurer eigenen Versklavung fest und schlagt blind auf jeden ein, der für wahre Freiheit eintritt. Wenn jemand die Tür eures Käfigs öffnet, kauert ihr in der Ecke und fleht ihn an. Mach die Tür wieder zu! Mach sie wieder zu! Einige von uns haben es aufgegeben, euch retten zu wollen. Wir haben genug auf uns genommen, um euch davon zu überzeugen, dass es besser ist, frei zu sein. Alles, was euch dazu einfällt, ist, uns das entgegenzurotzen, was euch eure Herren gesagt haben. Dass frei zu sein zu Chaos und Zerstörung führt. Und dass gehorsam und unterwürfig zu sein zu Frieden und Wohlstand führt. Es gibt keine blinderen Menschen als diejenigen, die nicht sehen wollen. Und ihr seid ein Volk von Schafen, die lieber sterben würden, als die Wahrheit zu sehen. Die meisten von uns hatten sie gerade so schön verdrängt, nun ist sie wieder voll da, die Euro-Krise. Diesmal spielt sie auf Zypern. Der kleine Inselstaat trägt gerade mal 0,2% zur europäischen Wirtschaftsleistung bei. Trotzdem soll er, wie es so schön heißt, systemrelevant sein und deshalb gerettet werden. Und zwar von Europas Steuerzahlern und, das ist neu, erstmals auch von den zyprischen Sparern. Nicht neu dagegen ist, dass auch diesmal wieder gekonnt verschleiert wird, wer hier eigentlich gerettet wird. Zypern.
von der Sonne verwöhnt und bislang auch vom Geld ausländischer Investoren. Jetzt spielt hier der neueste Akt im Euro-Rettungsdrama. Wieder sollen Milliarden fließen. Dem Publikum sagt die Politik dieses Mal: Das Risiko übernehmen, das müssen dann schon diejenigen, die in guten Zeiten mit Banken und mit Geldanlagen Geld verdienen, die tragen auch das Risiko. Damit werden aber die Verantwortlichen zum Teil mit einbezogen und nicht nur die Steuerzahler anderer Länder. Doch hinter der politischen Schaubühne passiert etwas anderes. In Wahrheit sollen Sparer die Banken retten. Doch was ist mit Großanlegern, die Geld in Bankanleihen investiert haben? Der deutsche Steuerzahler und die kleinen zypriotischen Sparer sollen genau das Geld zur Verfügung stellen, damit diese großen internationalen Kapitalanleger ihre Anleihen völlig ohne Abzug verzinst und getilgt bekommen. Das ist der eigentliche Skandal. Zum wiederholten Mal wird ein Rettungsakt inszeniert, der die Wahrheit verschleiern soll. Die wahren Profiteure bleiben im Dunkeln. Das hat gute Tradition bei der Euro-Rettung, wie der Blick zurück beweist. Erster Akt. Behauptet wird, wir retten Griechenland. Griechenland wird nicht alleine gelassen. Wir werden und wir wollen Griechenland helfen. Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. In Wahrheit kommen die Rettungspakete für Griechenland vor allem Banken und Kapitalanlegern zugute. Ihre griechischen Staatsanleihen werden mit dem Hilfsgeld gesichert. Das Argument war damals, wenn wir da nicht helfen, können die Renten nicht mehr bezahlt werden und die öffentlichen Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Das war ja grundfalsch. Sondern die damalige Rettungsaktion lief darauf hinaus, dass der deutsche Steuerzahler den deutschen Kapitalanleger gestützt hat. Die vielen Milliarden, die als Hilfsgelder nach Griechenland angeblich gingen, haben Griechenland ja im Regelfall überhaupt nicht erreicht. Den Menschen in Griechenland also nutzt das Rettungsgeld kaum. Sie leiden unter den Sparmaßnahmen. Die Wirtschaft ist am Boden. Zweiter Akt. Behauptet wird, auch die Banken müssen für die Krise zahlen. Banken und Gläubiger dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Dann braucht es auch einen Einstieg in die Beteiligung privater Banken. In Wahrheit trifft selbst der Schuldenschnitt in Griechenland die Banken weit weniger als behauptet. Denn sie haben sich längst von ihren griechischen Anleihen getrennt. Als dann der Schuldenschnitt gemacht wurde, ist ein größerer Teil der Staatsanleihen, die zuvor von Banken gehalten worden sind, in die Hände von öffentlichen Gläubigern gefallen. Das heißt, die Gläubigerbeteiligung war natürlich deutlich geringer, als man die von Anfang an gemacht hätte. Dritter Akt im Rettungsdrama. Behauptet wird, die Europäische Zentralbank EZB rettet mit billigem Geld den Euro. Innerhalb ihres Mandats wird die EZB alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu schützen. Und glauben Sie mir, es wird ausreichen. Offiziell hilft die EZB mit billigem Geld den Krisenstaaten. In Wahrheit profitieren davon vor allem die Banken. Sie sind es, die fast zinslos das EZB-Geld bekommen und es gegen hohe Zinsen weitergeben. Vierter Akt. Behauptet wird, Sparprogramme lösen die Euro-Krise. Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Nachhaltiges Wachstum, also mehr Beschäftigung, mehr Arbeitsplätze, gibt's nur, wenn man eine einigermaßen solide Finanzpolitik treibt. In Wahrheit haben Sparprogramme die Krise in Ländern wie Spanien noch verschlimmert. Die ganzen Euro-Rettungsprogramme und die damit verbundenen Auflagen führen dazu, dass die Realwirtschaft massiv belastet wird. Der Arbeitnehmer bezahlt mit Lohnkürzungen, mit Rentenkürzungen, mit Kürzungen der Sozialleistungen. Die Forderungen des internationalen Kapitalmarkts. Denn ausgelöst haben die Krise die Banken. Bezahlen für die Krise muss die spanische Bevölkerung. Betroffen sind vor allem junge Menschen. Die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Auch in Zypern sollen Banker und ihre Gläubiger wieder geschont werden. Dabei gäbe es Alternativen. Die Alternative dazu ist, dass man die bestehenden Banken in Zypern bankrott gehen lässt und die Teile, die für die Realwirtschaft zwingend erforderlich sind, vor allen Dingen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, müssen vom Staat übernommen und weitergeführt werden. Eigentlich müsste sich die EU nur auf die eigenen Regeln für die geplante Bankenunion besinnen, denn die besagen, eine Bank retten sollen erst Aktionäre, dann Gläubiger wie zum Beispiel Anleihebesitzer. Nur im Notfall Sparer und Steuerzahler.
dann wäre für die Dauerprofiteure der Euro-Rettung die Vorstellung endlich einmal zu Ende. Journalist, ob auf der Werft, ob im Verlage, ein ganz normaler Sklave. Er kriegt den Job bedarfsgemäß, bei Flauten tritt ins Gesäß. Ganz oben an sitzt der Verwalter, der ganz gemeine Sklavenhalter. Aus der Geschichte ist uns wohl bekannt, Sklaven gab es schon im alten Griechenland. Doch wir sind heute hier und leben jetzt. Schluss mit dem Sklavenleiharbeitsgesetz. Niemand von uns will einen flächendeckenden, gesetzlichen, einheitlichen, politisch festgelegten Mindestlohn. Die Sklavenhalter sind wie Haie, ihre Opfer nennt man Freie. Das hört sich besser an, weil man sie dann besser fressen kann. Steht ein Sklave vorm Verkauf, tritt er gerne einzeln auf. In dem Meer der Ahnungslosen und bekommt auch nur Almosen. Aus der Geschichte ist uns wohl bekannt, Sklaven gab es schon im alten Griechenland. Doch wir sind heute hier und leben jetzt. Schluss mit dem Sklavenleiharbeitsgesetz. Niemand von uns will einen flächendeckenden, gesetzlichen, einheitlichen, politisch festgelegten Mindestlohn. Ich bin sowieso der Meinung, dass es in Deutschland keine Arbeitslosen gibt, nur Arbeitsscheue. Tut mir leid. Denn die Haie haben Verstand, jagen ihre Opfer im Verband. Tun sich vorher gut beraten, müssen am Beckenrand nur warten. Doch sie hätten es hier schwer, wenn auch der Sklave im Verbande wäre, wenn er dafür einen Beitrag zahlte, wäre er vielleicht nicht ewig Sklave. Aus der Geschichte ist uns wohl bekannt, Sklaven gab es schon im alten Griechenland. Doch wir sind heute hier und leben jetzt. Schluss mit dem Sklavenleiharbeitsgesetz. Aus der Geschichte ist uns wohl bekannt, Sklaven gab es schon im alten Griechenland. Doch wir sind heute hier und leben jetzt. Der SPD, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Gabriel, jetzt wartet jeder zehnte Beschäftigte, möglicherweise weil er davon betroffen ist, auf den Mindestlohn. Wann wird es denn gehen? Allerspätestens nach dem September, nach der Bundestagswahl.
wir uns durchsetzen im Bundesrat und die CDU und die FDP sich nicht sperren, dann schon jetzt. Aber spätestens Ende September, Anfang Oktober wird es ihn geben. Sie haben zwar nicht irgendeinen, sondern mit 8,50 Euro beginnend, der wird ja steigen, weil man muss mal sagen, was ein Mindestlohn ist. Ein Mindestlohn ist der Lohn, den jemand braucht, damit er, wenn er Vollzeit arbeitet, nicht am Ende des Monats weniger hat als jemand, der gar nicht arbeitet. Heute gehen viele Menschen am Ende des Monats zum Sozialamt noch betteln und sagen, wir brauchen noch einen Lohnzuschuss. Das halten wir für würdelos. Jemand, der Vollzeit arbeitet, der muss von seinem Lohn leben können. Sozial ist nicht, was Arbeit schafft, sondern sozial ist, was Arbeit schafft, von der man leben kann. Und das ist der Unterschied zur CDU und zur FDP. Die wollen sich nicht festlegen, wie hoch der Lohn sein soll. Bei denen kommt ein Mindestlohn raus, der in Deutschland unterschiedlich groß ist, der Verhandlung ausgehandelt werden soll. Wenn Gewerkschaften ganz schwach sind, dann ist der ganz niedrig. Und das, was man mit dem Mindestlohn erreichen will, dass Menschen, die arbeiten gehen, nicht hinterher zum Sozialamt betteln gehen müssen, das wird bei dem, was CDU und FDP wollen, nicht rauskommen. Yeah.